So, als nächstes Keulenschnitzer, Schmiede, Schamanenhütte und dann die Nahrungsproduktion einrichten. Dann die ersten Lenia-Sammler hier. Wobei dann das mittlere Haupthaus und dann die Was ersten wollt ihr sonst? Lenia-Sammler. Also Keulenschnitzer. Ja, schon gut. Und um die drei kümmern wir uns dann, sobald wir naja, da ist eine Level 28er H7-Wache, die den Purpursand mit sich rumträgt. So, ihr eine Mine. Schon dabei. Ihr eine Schmiede. Schon dabei. Das Gebäude ist einsatzbereit. Jetzt eine Schamanenhütte. Oh ja, und Zwinger, sobald wir das erste Eisen haben. Also was heißt Zwinger und Keiler Das fertig? Gebäude ist einsatzbereit. Einen Keiler fertig. Und dann erstmal fischen gehen. Also dann Fischerhütte hier irgendwo hin und in das Nahrungslager hier, weil dann können wir hier auf der großen Fläche auch Dings dann Schweinezuchten errichten, sobald es dann nötig ist. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, Nahrungslager. Oh, hier wird wieder mehr weggehauen. Auch gut. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, Fischerhütte. Lasst uns lieber Krieg führen. Und mittleres Haupthaus. Na los. So, Nahrung kommt rein jetzt dann.
Eisen kommt gut rein. Verbesserung ist fertiggestellt. Noch gibt's genug Holz. So, das erste Schnitterzelt also aufstellen. Arbeit, immer nur Arbeit. Nahrung kosten die Keiler, die können wir jetzt holen. Dann haben wir wenigstens ein paar Einheiten. Verbesserung ist fertiggestellt. Dorthin also. So, Keiler. Ja. Ist was. Wie oft verklicke ich mich noch so? Ich und beide Keiler, wir könnten die H7-Wache da oben mal erledigen, dann wäre die schon mal weg. So, holen wir unsere letzten 5 Arbeiter, die wir noch brauchen. Oh. Wir kriegen hier jetzt schon den ersten Besuch. Okay, solange sie aus der Mitte kommen, ist das nicht so schlimm. Vorsicht! Achtung! So, ich kann schon mal mein erstes Bevölkerungsupgrade geben. Dorthin also! Dann werde ich erstmal die Mitte ein bisschen schützen, wenn sie erst aus der Mitte kommen. Ach ja, und dann das große Haupthaus noch errichten. Verteidigt euch! Vorsicht! Achtung! Zurück mit euch! Ist was! Lasst uns lieber Krieg führen! Die gehen ja zum Glück von den Kosten her. So, Verbesserung ist fertiggestellt! Totems mal verbessern.
So, der erste Purpursand ist in unserem Besitz. Ich werde gucken, dass ich wenigstens 5 Brander an jedem Das Eingang Gebäude habe. ist Ist das? einsatzbereit. Lasst uns lieber Krieg führen. Das kostet dann zwar ein bisschen Lenia und Holz, aber das ist dann wenigstens eine sichere Sache. Wohin? Und ja, da müsst ihr mir noch die Sachen hier noch errichten. Und natürlich das große Haupthaus. Ist wahr, das Gebäude ist einsatzbereit. Also erstmal Ja, schon hier 5 gut. Brander errichten. Oder Feuerwerfer, besser gesagt. Oh. Oh, nicht schön. Sind aber zum Glück nur 4 H7-Kämpfer. Also nichts wirklich ganz Ernstes. Vorsicht! Achso, einer ist ein Schütze, okay. Das Gebäude ist einsatzbereit. Lasst uns lieber Krieg führen. Zeit zu sterben. Okay, das bedeutet, ich muss gucken, dass ich ein paar Veteranen mir hole. Was wollt ihr? Das heißt, als nächstes muss die dunkle Schmiede erst errichtet werden. Dennoch sind die Angriffe der Hasim recht lau. Und hier bin ich etwas verteidigt jetzt. Ich könnte 20 Veteranen schon ausbilden, aber ich mache erstmal nur 10. Nur Heiligtum und Ruhmeshalle werden noch benötigt. Krieger, Kämpfer, Kämpfer, Krieger. Oh, Kämpfer sind. Okay, sind nicht stärker als Krieger.